Hey, Durchgepeitschten, willkommen zurück zu Control. Wir machen weiter im Bureau. Im Federal Bureau of Control. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Eine persönliche Modifikation. Ein Energieschub. Aha. Plus 5 Energie. Ja, nehmen wir doch mal mit. Es ist alles ein bisschen verwirrend und ich glaube, es wird auch nicht besser. Aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr lieben Kommentierenden und Likenden. Ja, der erste Part, der ist jetzt schon draußen. Ja, einige haben sich ein bisschen beschwert wegen der englischen Synchro. Ja, Leute, ist halt so. Die deutsche ist asynchron und ist nicht sehr gut. Wirklich, die ist richtig... Oh. Secure line of communication. Guide us. Reach the hotline. Okay, Alan Wake. Says the dead man. Okay. Oh, was? Wir haben direkt schon ein Bild von uns hier hängen? Als neue Direktorin, hä? Das war eben Direktor Trench. Ja, wie gesagt, Leute, ist halt so. Könnt ihr auch disliken, ist mir wurscht. Es geht halt darum, dass ich Spaß haben will und... Ja, ihr müsst halt Untertitel lesen oder... euch die nicht sehr gute deutsche Synchro irgendwo anders geben. Tut mir leid. Dann ist es halt so. Oh! Weil, ich werde es nicht auf Deutsch spielen, Leute. Die ist wirklich, wirklich nicht sehr gut. Ich hab schon mal gesagt, kennt ihr noch die Metal Gear Solid 1 Synchro? Oh Gott. Die Metal Gear Solid 1 Synchro war damals legendär schlecht und leider ist die hier auch nicht gut. Wie gesagt, schaut's euch mal woanders an auf Deutsch. Und ihr werdet mir vielleicht zustimmen, vielleicht auch nicht. Oh Mann. Meine Mutti. Oh, was haben wir jetzt hier? Oh, was ist das denn alles? Kopfschussschub. Warum ist das jetzt auf einmal Deutsch? Du erinnerst uns an Zuhause? Okay, es ist gerade ein bisschen verwirrend. Was haben wir denn hier? Kopfschussschub. Kopfschussschaden 42%. Ja bitte, danke. Krass, also man bekommt hier immer wieder solche Einsätze für die Waffe. Was haben wir hier? Schriftverkehr. Protokoll des Geschäftsmeetings. Oder des Meetings der Geschäftsleitung. Agendapunkte für nächstes Meeting der Geschäftsleitung. Steigende Kosten der AWE-Einsätze. Neue Informationen über Fungus-Ausrottungsversuche. Aha. Bevorstehende jährliche Gehaltsprüfungen, Prüfen und Finden eines neuen Kaffeelieferanten und bitte kommen Sie vorbereitet. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das ist immer wirrer hier. Ja, schon wieder ein Bild von ihr. Das geht hier alles ziemlich flott, kann das sein? Schon wieder so eine Toilette, die sehen alle gleich aus. Ich glaube auch, dass es irgendwie Absicht ist hier. Das ist alles rot. Das Rot ist das... Weiß ich nicht. Dieses Böse, oder? Das ist wie die Dunkelheit in Alan Wake. Schon wieder. Sieht echt alles gleich aus hier. Reminder. If you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Okay, das ist alles... Das macht's nicht besser, das macht's eher noch verwirrender. Aber ja. Oh, die hängen hier mal so ein bisschen rum, ja? Was sind das für Riesenbüros, sag mal? Guck ich das mal an. Das sieht auch sehr altmodisch aus, oder? Schriftverkehr. Abendessenreservierung.
Federal Bureau of Control. Reservierung zum Abendessen um 19 Uhr bei Chez Ambré. Ehefrau trifft Sie dort. Kommen Sie nicht zu spät. Blumen liegen für Sie an der Rezeption in der Lobby bereit. Nicht vergessen, sie wird 46. Oh, warte mal, das war das mit dem... Ja, das Tonband. Das hatten wir eben. Boah, Leute, das ist gerade so over the top irgendwie. Also nicht jetzt so übertrieben, aber es ist halt alles so ein bisschen zu viel noch für mich, dass ich das irgendwie... dass ich das verarbeiten kann. Und warum ist hier überall... Warum verschwindet hier überall das Holz? Shelter? Oh, das ist... Die haben hier Bunker innerhalb. Oha. Was haben wir denn hier Schönes? Oh! Eine Energieerneuerung. Das ist wahrscheinlich wieder für meine Knarre, aber ich habe leider nur einen Einsatz. Erhaltene Energie von Kopfschüssen, 17%. Ah. Ja, wahrscheinlich kann ich hier noch mehrere Upgrades freischalten, also Plätze. Was ist das denn? AWE-Untersuchung. Nur für Marshall bestimmt. Marshall, wir haben uns den AWE in Dulled angesehen. Da war nichts. Wie das Feuer im Haus davor. Und der kaputte Wäschetrockner davor. Mein Team hat diese Blindgänger echt langsam satt. Wir müssen eine bessere Methode finden, echte AWE von falschen zu unterscheiden. Wie dem auch sei, wir sind auf dem Weg zu Sherman Ranch. Die als nächstes auf der Liste steht. Hoffen wir mal, dass es da etwas lebhafter ist. Hochachtungsvoll, Spezialagent Keenum. Mhm. Also die versuchen hier diese Objekte zu finden, die alles so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen, oder? Oha. Zentrale Geschäftsleitung. Ich komme mir vor wie ein Vlog von Casey Neistat. Oh. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. Okay, was? That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Oh, finde ich auch ein bisschen gruselig. Also das Zischen. Oh nein, 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 keine Musik. Wir wissen ja, was passiert, ne? YouTube-Content-ID, Quatsch, oder das ist Video gesperrt. Nee, nee, lass mal. Also, dieses Zischen, ich sag ja, das ist so das Äquivalent zur Dunkelheit aus Alan Wake. Schätze ich mal. Und das, was auch immer da in uns drin ist, mit dem sie die ganze Zeit redet, das ist vielleicht so ein Wesen, das gegen dieses Zischen ist, diese blauen Splitter, die man immer sieht, wenn es redet. Wahrscheinlich hören wir es halt einfach nur nicht, aber sie hat es im Kopf. Ja, Besucherevaluation. Wie mit ungeplanten Besuchern umzugehen ist, die die Lobby betreten. Eröffnen Sie mit folgenden Sätzen. Willkommen im Federal Bureau of Control, gegründet 1964 als Teil der Bemühungen zur Stärkung der Regierungsbeziehungen. Wir sind stolz darauf, den Vereinigten Staaten und ihrem Volk zu dienen, während wir nach Transparenz und Exzellenz in allen Aspekten der Infrastruktur unserer geliebten Nation streben. Sollten Sie da nicht gehen, stellen Sie Ihnen folgende Fragen. Erstens, sind Sie hier, um jemanden zu besuchen? Zweitens, kommen Sie aus New York oder sind Sie nur zu Besuch? Drittens, wie haben Sie diesen Ort gefunden? Wenn die Antworten ausreichend harmlos ausfallen, dann erklären Sie den Besuchern, dass dies eine sichere Staatsbehörde ist und Sie gehen müssen. Wenn die Antworten blablab scheinen, begleiten Sie die Besucher in ein privates Zimmer. Führen Sie dort Gunnars psychologische Einstufung durch. Wenn die Antworten innerhalb des akzeptablen Abweichungsbereichs liegen, siehe zur Verfügung gestelltes Auswertungsblatt, dann sofort blablab. Nicht vergessen, zu verdächtig gibt es nicht. Okay. Zeit für Applaus, ja. Großstadtlegenden. Zusammenfassung. Großstadtlegenden, ja. Untersuchung paranatürlicher Themen. Großstadtlegenden sollen sich auf die Erschaffung von gewandelten Materialien auswirken, können aber auch die Charakteristika eines gewandelten Weltereignisses, AWE, bestimmen. Großstadtlegenden werden als moderne Evolution von Jungs Archetypen verstanden. Wir erkennen bestimmte, informiert durch unsere eigenen und von unseren Medien verbreitet. Wir haben darüber hinaus auch bewiesen, dass Großstadtlegenden mittels unseren behördlichen behördeeigenen Anthropologieprogramm sogar künstlich in der Popkultur werden können.
Sobald der Samen gesät ist, übertreibt der menschliche Verstand die Details. Bestimmte paranatürliche Phänomene enthalten eindeutige Elemente popularisierter Folklore. AWE, die nur am Brrrrp eintreten. Eine Schere, die menschliches Brrrrp durch zwei Einstiche am Brrrrp verzehrt. Diese Details, die in der Vorstellung vieler lebendig sind, sind durch Glauben stark geworden. Großstadtlegenden sind nicht nur Geschichten für Kinder. Sie sind paranatürliche Realitäten, die nur darauf warten, einzutreten. Okay, also alles ist möglich sozusagen, ja. Also so werden Mythen erschaffen, oder was? Je verrückter die klingen, desto besser für die Leute, die das hier machen. Ich weiß nicht, was hier gemacht wird. Oh. Hey. Kopfschuss Schaden. Aua. Oh, der ist echt höher. Mit dem Gamepad tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Oh. Feind. Das ist halt echt die Stimme von Alan Wake im Englischen. Ich glaube, im Deutschen wird sie von der Stimme von Sean Bean gesprochen. Die Figur. Fix it, fix it. Holy. Das ist ja krass. Das ganze Gebäude ist irgendwie... Ja, das wollte ich gerade sagen. We did it. Hello. Can you hear me? Der Papst. With the Bureau. Ist sie der Papst? Are you still sane? Okay. Hören wir es mal an. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh shit! You're the new director. Hold on, we're coming out. Woher weiß sie das schon? Wie schnell geht das hier bitte? Steile Karriere, oder? Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow, this hostile force, this hiss, that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also... And this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point,
then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? Das ist so seltsam. Push the hiss out. Das ist so seltsam. Erstmal hier gucken, was haben wir denn da? Also, es geht hier darum, dass dieses Ding das Gebäude befallen hat und alle, ja, alle Menschen hier in solche komischen schwebenden Zombies verwandelt hat, ja? Und wir können das wohl ändern, weil wir die neue Direktorin sind und die Macht haben dazu. Und ganz ehrlich, ich glaube, dieser Dylan, unser Bruder, vielleicht ist das sogar schon das Wesen, das in uns ist, oder? Nee. Ach, wer weiß, irgendwas Übernatürliches auf jeden Fall. Ja, übernatürliche Untersuchung paranatürlicher Themen, Kontrollpunkte, Zusammenfassung. Kontrollpunkte sind Standorte, welche die Behörde als vitale Knotenpunkte des ältesten Hauses identifiziert hat. Wenn die richtigen Harmonisierungsgeräte eben um den Kontrollpunkt herum aufgestellt werden, kommt es im umgebenden Bereich nicht länger zu nicht vorgesehenen Gebäudeverschiebungen. Diese Kontrollpunkte können dank Erkennung eines frei zugänglichen Pings mit dem Einsatz von innerhalb eines Radius von 11 Metern entdeckt werden. Zahlreiche Forscher haben versucht, Kontrollpunkte zu definieren und haben die Nervenknoten oder Schwachstellen des ältesten Hauses genannt. Allen diesen Theorien ist gemeinsam, dass Kontrollpunkte auf externe Einflüsse reagieren, was uns erlaubt, das älteste Haus zu stabilisieren und unsere Arbeit in größter Ruhe zu verrichten. Theoretisch könnte diese Technologie extrapoliert werden, um das gesamte älteste Haus zu stabilisieren. Tests haben jedoch ergeben, dass gewisse Bereiche des Gebäudes sich weigern, zu werden. Vielleicht stabilisiert zu werden? Warum haben sie das wieder Sie schwärzen halt so viel, was eigentlich ein bisschen unsinnig ist manchmal. Also diese Gegenstände, die lassen das Haus im Endeffekt, das älteste Haus, hier durchdrehen. Energieregeneration. Was ist jetzt Energieregeneration? Ist das vielleicht im Endeffekt meine Knarre, die sich wieder auflädt? Oder was soll das sein, die Energie? Ja, vielleicht kommt es ja noch. Noch haben wir ja irgendwie nicht alle Fähigkeiten, weil in der Demo hatte ich noch ganz andere Sachen. Oh. Ganz schön laut. Was kann ich denn hier noch machen? Ah, Schnellreise und Outfits. Das ist ja interessant. Da freue ich mich schon drauf. Oha. Das sieht nicht... Also Power Yoga ist anders. Oha, sie löst sich einfach auf? It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Ohne Scheiß, Leute, das ist so sehr Alan Wake. Aber ich find's geil bisher. Ich feier's gerade so ein bisschen. Das ist alles so schräg und mysteriös und super geil. Kennt ihr Twin Peaks? I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified.
I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us, or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. To ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Oh, es gibt dumme Fragen. You can get to the hotline containment chamber through there. Es gibt dumme Fragen. Oh doch. Lese ich leider täglich. Ah, nicht böse gemeint. So, Hauserinnerung und nicht definierte Werte? Was ist das denn? Du hast keine Berechtigungsstufen. Also Leute, das wird immer mehr Twin Peaks hier so ein bisschen, oder? Das rote Telefon, der rote Raum vielleicht. Emily weist Jesse an, die Hotline zu finden. Dieses Objekt der Macht in Form eines alten Telefons soll helfen, die Nachrichten vom toten Direktor zu finden, der mit ihr zu kommunizieren versucht. Sie hoffen, dass er Licht ins Dunkel der Invasion durch das Zischen bringen kann. Porträt von Direktor Zachariah Trench. Sie wissen nicht, welche Opfer wir bringen müssen, und das müssen sie auch nicht. Alles klar, es wird immer verrückter hier. Oh, Lebensregeneration bei Elementaufnahme. Das nehme ich doch mal eher. Mit Energie kann ich noch nichts anfangen. Okay, ich habe eigentlich noch ein paar Fragen. The hotline should be in the communications department. Ah, siehst du mal, Ursprung des Zischens. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Interessant. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've
been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't. Which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass du ein Haus nicht finden kannst, wenn du nicht dazu bestimmt bist oder wenn du nicht wirklich danach suchst. Aber wie kommt man darauf, dass man es suchen sollte? Und wie finden die neue Mitarbeiter bitte? This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that, given the circumstances. I think I will. Yeah. Mhm. Weil die ja jeden dazu verleitet, sich umzubringen, der nicht würdig ist, oder? Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Ich mag Pope. Got it. Die ist voll begeistert, was ihre Arbeit angeht. Ja, die Objekte der Macht, das sind ja diese Gegenstände, die die Umgebung hier verändern, die alternieren und ja, die kann man kontrollieren, aber die anderen nicht. Die sind einfach unkontrollierbar. Kann man sie vielleicht dann zerstören, die anderen Gegenstände, wenn es so gefährlich ist? Hm. So, HRA stop you from becoming his. It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Wie gesagt, ich bin Pope-Fan, ich mag sie. Sie ist intelligent, sie ist neugierig und sie ist begeistert, was ihre Arbeit angeht. Also mehr will man doch nicht, oder? Thanks, Emily. Ich würde mich voll gerne mal mit der unterhalten. Just let me know. Echt sympathisch. Auch die Schauspielerin, die macht das echt gut. Wow. Das ist so ein unheimliches Gebäude hier, oder? So ein unheimlich... Oh, kannst du bitte nicht mit der Waffe auf mich zielen? Ja, es ist halt so ein Open Office, wenn man so will. Und wir müssen die ganzen einzelnen Punkte hier ablaufen. Die ganzen Fragezeichen müssen wir entdecken. Also Richtung Norden jetzt. Hier geht es einfach weiter. Oh ja. Ja. Unser inneres irgendwas zeigt uns, dass wir hier hin müssen, glaube ich. There it is again. Our welcome message. Boah, ist das creepy, dass sie da einfach so rumschweben und die ganze Zeit so von sich vor sich hin brabbeln. Ja, ich meine, wir sind der Direktor. Warum kommen wir jetzt hier nicht rein? Wir müssten eine Freigabe für alles haben hier, oder? Oha. Da geht's aber ganz schön gesplatter, du. Die Knarre auch die ganze Zeit rumzuckt. Es ist so cool gemacht eigentlich. Das war's. War nur die zwei, ja. Ey, so langsam gewinne ich mich daran, mit dem Controller zu spielen. Oh. Die sind doch schon tot. Warum kommt da das grüne Fadenkreuz? Boah, es wird immer bedrohlicher hier. Und ich mag übrigens diese Kanister. Ich weiß zwar nicht... Ja, nicht definierte Werte. Ich habe die Freigabe halt nicht. Was?
Is that a stapler or an altered item? Ach, guck mal, die haben echt Rohrpost. Das ist so wahnsinnig gut hier. Das sieht aus wie so ein 60er-Jahre-Büro. Reisekosten. Da muss ich ja nicht alles lesen. Folgende Unterkünfte in Nevada besucht. Desert Sun Inn und so weiter. Ja. $313 Minibar. Ich frage mich, ob man ein Motel mit Namen Ocean View wohl von Land umgeben vorfindet. Aber man bezahlt mich wohl nicht fürs Denken, wie? Und fürs Protokoll, ich bitte Sie erneut, uns das Budget für 2 Zimmer pro Nacht zu geben. Agent Rowley und ich sind es wirklich leid, jede Nacht im gleichen Zimmer zu schlafen. Wir sehen uns unterwegs. Agent L. Heinz. Heinz, get the Flammenwerfer, entwerf's Flammen. Die Jungs in der Forschung sagten, dass Rituale dabei helfen, Orte der Macht zu identifizieren. Es ist mein Ritual, diese kleinen Whiskyflaschen zu trinken. Ja. Vielleicht wird deine Leber irgendwann ein Ort der Macht. Alter Schwede, ist das gruselig. Oh. Ah! It's overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. Oha. Das ist da hinten drin. Okay. Alter, wie die alle bluten. Wie so Schweinchen. Oh oh. Triff den Kopf, Jesse. Bleib nach. Bam. Boah. Zischbarriere. Was war denn da? Wie gesagt, ich bin nicht der Beste mit dem Gamepad, also hab ein bisschen Geduld. Lol, wie er nicht trifft. Feldforschung über Zischerwesen, Zischbarriere. Vertraulich. Zusammenfassung. Dieses Feld von Resonanz, das Zischen, ist ein physisches Hindernis, das schwer zu definieren ist. Zischbarrieren scheinen eine Art zu sein, Mitarbeiter der Behörde an der Flucht oder am Zugang zu hindern. Es wurden 2 Methoden entdeckt, um sie zu senken. Erstens, Zerstören der vielfältigen konzentrierten Resonanzquellen, die sich in der Nähe befinden und in der Nähe finden. Zweitens, Zerstören der Zischerwesen in dem Gebiet. Die Resonanzfelder scheinen für ihre Größe und Dichte die Unterstützung anderer, nicht verbundener Quellen der Resonanz des Zischens zu benötigen. Ohne die Möglichkeit, andere Quellen anzuzapfen, wird die Barriere fallen. Kann eine inaktive Struktur aus Resonanz des Zischens als bewusstes Wesen gesehen werden? Macht eine Unterscheidung einen Unterschied, was das Zischen anbelangt? Was sagt uns die bloße Tatsache über das Zischen, dass es Mauern baut, um unsere Bewegungen einzuschränken? In welchem Ausmaße beobachtet es und plant es? Ich sag ja, Dunkelheit. Ach, das ist diese Zischmauer da, dieses Verschwommene. Oh, was haben wir da? Nicht definierte Werte. Das ist wohl die Kantine, ja. Alles so pompös und riesig hier. Ich finde das total gut. Ich glaube, die reden echt in allen Sprachen. In Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch habe ich jetzt schon gehört. Total gut. Deswegen dachte ich vorhin, ich habe wieder Deutsch eingestellt. Oha. Unzustellbare Briefe. Sag ja, Casey Neistat, Vlog. Ohi. Maschinengott. Okay. Ich habe eine Motte hier drin. Nein, ich hatte einen Traum und habe das Ding gebaut, das ich im Traum gesehen habe. Eine Maschine, die Gott enthält. Doch nicht den Gott, den ihr kennt, oder die Götter, die alle kennen. Einen neuen Gott. Diese Maschine wird sein Körper, sein Herz und sein Geist sein. Ich habe sie gebaut, wie ich es im Traum gesehen habe. Okay. Ich habe den Motor aus dem Kühlschrank und die Federn aus meinem Toaster und die Ventilatoren sowie den Zahnriemen aus dem Motor meines Autos und die Räder vom Skateboard meines Sohnes verwendet. Gott kann sich noch nicht bewegen, doch der Traum meinte, dass er das selbst lernen würde. Das ist nur der anfängliche Körper. Wie der eines Babys, nur in Maschinenform. Gott muss nur irgendwo anfangen. Wenn ihr mich interviewen wollt, kontaktiert mich unter der Adresse auf dem Umschlag. Mein Telefon funktioniert nicht mehr. Ich musste die Wählscheibe für Gott verwenden. Oh Gott, das ist so durch. Der Typ, der war nicht so ganz
Aber ich glaube, das sind sie hier alle nicht. Die sind doch bestimmt böse, hä? Huh? Oder die werden's. Oh, was? Eine Granate. Aber mit dem Gamepad ist es so blöd, ne? Ah! Aber ganz ehrlich, da bin ich dann auch ein bisschen zu stolz für Auto-Aiming. Das gibt's ja auch, kann man einstellen hier. Nee, dann spiele ich lieber so dilettantisch. Oh, oh! Was? Was passiert denn mit dem Zeug hier? Ja, Genehmigung des Archivs, unzustellbarer Briefe. Lieber Direktor Trench, ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie meinen Antrag auf ein Archiv für unzustellbare Briefe genehmigt haben. Wenn wir die Sammlung überfälliger Post der Behörde katalogisieren, stellen wir damit eine praktische Datenbank, auf die Forschungsteams zurückgreifen können, um Verbindungen oder verwandte Themen zwischen den Briefen zu finden. Abgesehen von seinem praktischen Nutzen lässt das Archiv auch diese Einblicke in authentische Treffen von Menschen mit der paranatürlichen Welt für die Nachwelt bewahren. Die Briefe kamen von unterschiedlichen Orten sowie aus verschiedenen Zeiten zu uns und wurden von der Post als unzustellbar kategorisiert. Die Behörde ist das perfekte Zuhause für sie. Mir ist klar, dass nicht alle Briefe Zeugenberichte von authentischen paranatürlichen Ereignissen enthalten, doch selbst die irrtümlichen vermitteln uns eine Ahnung davon. Wow. Wie echte Menschen das Unbekannte wahrnehmen, ist es echt warm, Leute. Sorry. Natürlich werde ich zuerst ein System zusammenstellen, mit dessen Hilfe wir Briefe nach Informationen oder vermutlichen Verbindungen zu AWE oder anderen gewandelten Materialien durchsuchen können. Und nochmals... Echt mal... Nochmals? Ich dachte, das schreibt man zusammen. Vielen Dank. Ich kann es kaum erwarten, mich auf meine toten Briefe zu stürzen. P. Bartwell. Das ist ja witzig. Oh Gott, wie alles zerfetzt. Kann ich da nicht durch? Mach Platz. Nee, geht nicht. Okay. Also man merkt schon, es ist hier alles so ein bisschen übernatürlich, alles so ein bisschen Meta. Oh, und man sieht hier alles ziemlich schlecht, weil es so dunkel ist. Energiewiederherstellung. Schon wieder sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Singender Fisch? Mr. Gouverneur, ich habe die Polizei angerufen, aber sie kommen nie zu mir nach Haus. Ich habe ein Problem und sie müssen mal jemanden schicken, der das löst. Ich habe meiner Frau einen dieser singenden Fische für die Wand gekauft. Ist kein echter Fisch. Er singt, wenn man seinen Knopf oder wenn man einen Knopf drückt. Aber da ist der Teufel drin. Er fliegt nachts rum und singt die Lieder des Teufels, flucht auch oft. Der Teufel ist wegen dem Fisch in meinem Haus und sie müssen sich drum kümmern. Meine Frau macht sich echt Sorgen. Wann können sie vorbeischauen? Mit freundlichen Grüßen. Grüßen? Dwayne Barr. Ich hätte auch gern so einen Fisch. Leute, ich mache immer Schluss. Die Parts werden jetzt immer so in der Länge, so 35 bis 40 Minuten etwa. Ich hoffe, das ist okay für euch. Schreibt es mir in die Comments, ob es euch gefällt. Und wie gesagt, es wird auf Englisch weitergespielt. Ja. Also gerne liken und wir sehen uns wieder zu Control nächstes Mal. Tschüss, macht's gut.